Einige von euch, gerade natürlich auch die Leute, die auf Twitch unterwegs sind, werden es bereits wissen. Ich bin aktuell echt ein Fan vom DMZ-Modus in Call of Duty Warzone 2.0. Aber aktuell ist das Game so broken, beziehungsweise dieser Modus so komplett kaputt, dass es echt keinen Spaß mehr macht zu spielen. Bevor wir reinstarten, erstmal für die Leute, die neu hier sind, ich bin der Nico, der Twisted, schön, dass ihr am Start seid. Gerne, falls euch das Video gefallen sollte, ein Abo dalassen oder natürlich auf Twitch vorbeischauen, würde mich sehr supporten. Aber lass uns mal zum unschönen Thema kommen. DMZ aktuell hat ja natürlich sowieso schon ein paar Probleme. Es ist in einem echt komischen State. Wir haben ein paar Bugs im Spiel, dass unter anderem, wenn man einen Spieler tötet, dass der, nachdem er dann geleaved ist, der Rucksack einfach verschwindet und man ihn nicht mehr looten kann. Das PvP an sich halt auch einfach schon in DMZ. Fühlt sich zwar echt gut an, macht auch Spaß, ist allerdings vom Modus selber her null rewarding. Es macht halt eigentlich keinen Sinn, PvP zu spielen, weil man pro Spielerkill nur 100 EXP bekommt. Es macht eigentlich keinen Sinn, PvP zu grinden im DMZ-Modus. Dann für mich als Escape from Tarkov-Spieler finde ich es natürlich auch irgendwo schade, dass es kein anständiges Loot-System gibt, beziehungsweise ich finde es halt schade, dass man die Armor und die Rucksäcke halt irgendwie nicht irgendwo in einem Stash außerhalb von der Runde irgendwie aufbewahren kann, dass man halt noch ein bisschen das Gefühl hat, dass man sich was aufbaut, sondern dass es halt nur über dieses Missionssystem funktioniert, was für einen Casual-Aspekt, für einen Game-Modus wunderbar funktioniert, aber finde ich irgendwo ein bisschen schade. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Punkt, nämlich einmal den Money-Glitch, der aktuell existiert in Warzone 2 und DMZ. Ich werde das Ganze hier natürlich nicht zeigen, weil ich finde, es ist absoluter Schwachsinn und es sollte eigentlich gebannt werden. Ich hoffe, es wird auch dementsprechend gebannt. Aber im Endeffekt gibt es aktuell eine Möglichkeit, unendlich Geld in einer Runde zu bekommen. Und das innerhalb der ersten Minute des Games. Tatsächlich den ersten Typen, den ich heute über den Haufen geschossen habe, war jemand, der innerhalb der ersten Minute des Spiels einfach $800.000 dabei hatte. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn getötet habe, sollte man allerhöchstens vielleicht 20.000, maybe 10.000 dabei haben, wenn man gerade einen Nuklear-Contract gemacht hat. Also man sollte niemals so viel Geld dabei haben. Es ist unmöglich. Du bekommst unendlich viele XP, du kannst dir deine Waffen hochleveln und alles Mögliche durch diesen Glitch. Es ist echt nicht spielbar. Und das Ganze ist natürlich für den Gameplay-Fluss absolut grauenhaft, denn du kannst dir instant die krasseste Armor kaufen, instant Snipers kaufen, dass du halt den Gegnern besser hittest und ein LTV, ein gepanzertes Fahrzeug mit LMG obendrauf und kannst einfach die Leute direkt in der ersten Minute der Runde direkt wegpushen und das kann halt nicht sein. Die größte Problematik ist allerdings, was ich dann später dann immer und immer wieder noch im Chat dann gesehen habe, ist, dass im Endeffekt im Ingame-Chat sogar die Spieler sich gegenseitig ein Tutorial im Game geben, wie man diesen Glitch durchführt, dass jeder einfach diesen Bug abusen kann. Oh. Is the money exploit still work? Yes, yes, money, yes, XP not, yes. Buy armor, place gifts. Ich komme da gerade nicht drauf klar. Sind da gerade die ganzen Boys, die hier gerade, machen die alle den Money Glitch? Und befürworten das sogar? Und ich verstehe einfach nicht, warum man sowas macht. Ich verstehe es nicht. Es will in meinen Kopf nicht rein und es tiltet mich auf ein absolutes Maximum. Und deswegen mache ich dieses Video. Weil ich verstehe nicht, was aus diesem Gedanken passiert ist, dass man für irgendetwas grinden möchte. Man möchte doch einfach irgendwie was erreichen in dem Spiel. Es ist ein Grind, um irgendwie ein Level, um ein Progression zu bekommen. Man möchte ja auch nicht irgendwie in WoW einen Raid starten mit Level 1 und klatscht den Endboss direkt über den Haufen. Nein, es ist ja irgendwo dann doch ein Grind-Aspekt, ein Rollenspiel-Aspekt, dass man irgendwie levelt und besser wird in dem Spiel und auch ein bisschen Progression hat mit seinem Game. Und das ist halt alles für den Arsch. Ich verstehe es halt einfach nicht, was einem es selbst irgendwie bringen sollte, dass man irgendwie einen Bug abused hat, sich geboostet hat oder sonst irgendwas in irgendeiner Mechanik. Und wenn man dann diese Items erreicht hat, die normalerweise echt schwer zu erreichen sind und sie dann da hat, in der Hand hat und sie aber dann doch irgendwie nichts wert sind. So, was bringt es einem, wenn man irgendwie alle Waffen auf Maximum hat? So, klar, man hat irgendwo einen PvP-Vorteil in Call of Duty jetzt spezifisch, aber was machst du denn dann? Dann hast du das Game durchgezockt, legst es nach einer halben Woche wieder auf der Seite und heulst darüber, dass du nichts zu tun hast. Ich check's halt einfach nicht, weil für mich ist es eigentlich was ultra, ultra schönes, Zeit in irgendwas rein zu investieren und dann auch gleichzeitig irgendwie was zurückzubekommen für seine Zeit. Wenn man halt wirklich extremst reingrindet, um irgendwas Geiles freizuschalten. Sei es zum Beispiel in Escape from Tarkov, den Kappa-Container, den man freischalten kann, dass man wirklich reingrindet und was bekommt.
Sei es in Call of Duty die ganzen Camos, die man freischaltet. Oder sei es Mounts in WoW, die man irgendwie jahrelang grindet, bis sie dann endlich droppen. Oder sonst irgendwelche Grind-Funktionen. Es ist doch schön, irgendwie auch im Spiel was zurückzubekommen, was irgendwo selten ist, was man halt irgendwie, wofür man Zeit investieren muss. Und ich verstehe nicht, wie man irgendwie eine Abkürzung für sein Hobby haben wollen würde. Es bringt einem überhaupt nichts. Man verarscht sich im Endeffekt nur selber. Ich fände es halt einfach nur schade, in welcher Masse ich damit heute im Stream konfrontiert wurde. Und deswegen wollte ich halt einfach das Video machen. Denkt dran, Freunde, habt einfach Spaß mit den Games, die ihr spielt. Enjoyt sie für das, was sie sind und wie sie gespielt werden sollen. Und habt dabei einfach Spaß. Das ist das, wofür Spiele da sind. Einfach um Spaß zu haben, um nicht um irgendwie der Beste sein. Und dafür mal ganz kurz, wenn man irgendwie einen Bug abuse oder sonst irgendwas, wird man mit Sicherheit nicht der Beste, weil man diese Waffe, ne, ein wunderbares Meisterwerkzeug macht dich nicht zum Meister. Behaltet einfach im Kopf, dass es manchmal echt Sinn ergibt, dass Sachen echt hinter einem Grind hinterstehen, weil man halt auch einfach irgendwie dadurch gleichzeitig auch zum besseren Spieler wird. An der Stelle erstmal genug gerantet, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in den Games, die ihr spielt, und denkt dran, habt auf jeden Fall Spaß.